Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Vergnügen mit Horizon Zero Dawn. Und als erstes machen wir ein beliebtes Spiel. Wenn ich es nur gleich finde, ja, wir gehen zu dem Donnerkiefer. Und wir werden ihn jetzt versuchen, sehr effizient zum Fallen zu bringen. Und das werden wir versuchen mit Eis natürlich. Wenn ich schaffe es bestimmt, dann werde ich unten links einen kleinen Timer einblenden. Und dann sehen wir, wie lange es dauert, bis der Donnerkiefer liegt. Weil der hat halt immer... Wir nutzen, wir farmen jetzt immer ein bisschen den Donnerkiefer. Und hoffen, dass er ein paar gute Items in Form von Modifikationen droppt. Und die Rohstoffe nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ja, so werden wir das tun. Mal sehen, wir testen das mal ein bisschen. Mal sehen, ob ein... So, hier sind wir, da ist er schon. Eis haben wir hier in der Mitte. Mal sehen, ob eine Eisbombe reicht, um ihn einzufrieren. Er muss natürlich dann erstmal... Achso, nee, das ist natürlich Quatsch. Als erstes versuchen wir ihm seine Waffen runterzusprengen. Da gibt es einen schönen Punkt. Da in der Mitte dieses... Ah, vorbei. Ah, das wird nix. Ja, super. Also das mit dem geplant. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt noch das Radar. Na, wie sieht's aus? Noch nicht ganz. Hallo, komm her. Mist. Jetzt verhält er sich natürlich nicht so wie geplant. Jetzt haut er ab. Das letzte Mal, da ist er genau wieder zurückgekommen. Oh, da muss ich da was sehen. Also, das wird hier keine gute Zeit, sehe ich mal so. Da verhält sich dann doch sehr random. Das sieht gut aus. Und jetzt müsste er hier mal runterkommen. Folgt er uns? Ne, der spielt mit uns. Also Eis. Okay, er sieht uns nicht mehr. Da ist er eingefroren. Er ist eingefroren. Oha. Also ich glaube das Spiel... Ah, oh, so ungefähr funktioniert es schon. Noch ist ein bisschen eingefroren. Okay, wir füllen ihn nochmal ein. Und jetzt fahren wir noch eine Klebebombe drauf. Und hauen ab. Das reicht nicht ganz. Alter, da ist immer noch. Da unten. Okay. Naja gut, das war nicht ganz so wie geplant. Scheint sich dann doch sehr random zu verhalten. Aber es ging, sagen wir mal. Hier oben haben wir noch ein bisschen was abgesprengt. Na, da müssten wir noch ein bisschen was abgesprengt haben.
sein, dass die Pflanzen, das wäre auch mal interessant, das die Pflanzen auch sicher weiterhelfen. Zufällig an irgendeiner Stelle wachsen und dann das nächste Mal wachsen sie wieder an einer anderen Stelle. Das ist eine Waffe. Ja, der Werfer. Das wäre mal wichtig rauszufinden. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, aber ganz schön was für Mods wir überhaupt gesammelt haben. Genau. So, dann gehen wir nochmal fix zum Lagerfeuer. Was haben wir für Mods gesammelt? Ach, ich wollte eigentlich auch nochmal halt. Ich wollte eigentlich auch nochmal den Bogen. Der Schattenjägerbogen. Genau, das ist der mit. Nee, das ist der Jagdbogen. Den Scharfschutzbogen. Abriss. Schadenabriss. Abriss. Ich wollte den noch ein bisschen. Oh, hier, 49. 43. Wir pimpen den mit Abriss. Und Handhabung ist auch super. Okay. Wir hauen den jetzt mit Abriss voll. 116, 231, 69. Also unten ist Abriss 116. Sehr gut. Und ein bisschen Handhabung haben wir auch drauf. Die Städte haben wir abgeschlossen. Xi, genau. So, dann haben wir die. Jetzt ist der Bogen ein bisschen besser beim Abriss. Und der trifft auch ein kleines. Oh, da liegt was. Und der trifft auch ein kleines bisschen besser. Werbung. Datenbeschädigung partiell. Tormented Geschenkaktion. Splatter Central verschenkt Passcodes für Tormented 6661. Unser heutiges Geschenk wird eingefleischten Tormented-Fans gefallen. Kostenlose Passcodes für eine exklusive Vorschau auf Tormented 666. Erlebe die neueste Fortsetzung des bahnbrechenden Splatter-Holo-Erlebnisses von Jonol. Oder Jono 1, zusammen mit unserem Rezessenten-Team. Gerüchten zufolge wird 666 noch blutiger, also hol dir einen der 66 kostenlosen Pässe, indem du auf splatzen.holo, ich will mehr Splatter, greichst und schreist. Oh je, das sind noch viele, viele Textdatenpunkte. Na, Maschinenhammer. Nur noch zwei, die Glyphen, oh, und Audiodaten. Ach, herrje, wie soll man das denn alles finden? Aber wir haben wieder eins gefunden. So, nachdem wir den Donnerkiefer so toll erlegt haben, in Anführungszeichen, werden wir uns jetzt begeben. Hier unten hatte ich was gesehen. Da. Genau, das ist, glaube ich, noch das Quest, was wir aus Lichtenmarkt hatten. Wir hatten doch noch nicht alle fertig. Aber hier waren wir ja überhaupt noch nie. Von wo schleichen wir uns denn da mal an? Hier, von hier unten. Röhrücken, genau, von hier unten. Gehen auf das Areal, auf das Panorama. Ja, so werden wir tun. Dann erkunden wir die Siedlung, die da ist. Mal sehen, ob da die Leute glücklich und zufrieden sind oder ob wir wieder rechtzeitig kommen, um die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Also, den Donnerkiefer müssen wir noch sehr optimieren. Ich habe nicht gedacht, dass der wegläuft, aber wir haben beim ersten Mal auch nicht richtig getroffen. Wie gesagt, diese kleine glänzende Stelle, die da ist, da sprengt der dann alle vier Bauteile ringsrum ab und eventuell kann es daran gelegen haben, dass er nicht so gleich auf uns reagiert hat. Danach das Radar wegsprengen und dann Eis und
Klebebombe. Ja. Wie sieht's denn überhaupt inventarmäßig aus? Wir haben ja vor uns. Oh, 100 von 100. So ein Mist. Wir müssen zu dem Panorama und dann hier in die Siedlung und dann dort verkaufen. So müssen wir tun. Dann lass uns den Weg beschreiten. Aus. Nochmal kurz gucken. Ja, in diese Richtung. Da ist irgendwo ein Weg. Bitte keine Perscher. Wie sieht es denn hier aus? 547, okay. Wo ist denn hier der Weg? Achso, da sind wir drauf. Da sind die Perscher. Hier ist der Weg, was? Ne, das ist der Fluss. Ich verstehe das nicht, komisch. Egal. Hier geht keiner Weg lang. Jawohl. Sehr nützlich. Ja, da haben wir leider die ganzen Sachen, die wir gesammelt hatten, bei der Brutstätte ist uns verloren gegangen. Da ist irgendwo das Panorama. Ich glaube, wir aktivieren mal das Panorama, nehmen das Quest wieder raus. Das brauche ich später noch. Ah, Wintergold. Gleich meckert sie bestimmt rum. Mein Inventar ist voll. Da ist das Panorama. Ja. Wo rennst du hin? Komm, ich folge dir. Was ist los? Wo rennt der hin? In sein Verderben. Hallo? Aha, okay, gut. Das sah mir nach einem Steinbrecher aus. Steinbrecher. Gucken wir uns die Sache mal an. Steinbrecher. Haben wir denn die Schleichrüstung noch an? Ne, die Eis. Ich will schleichen. Das ist Tarnung. Die könnten wir vielleicht auch mal wieder modifizieren. Wir haben jetzt ja. Altwaffen. Wir haben jetzt so viele Mods. Ja, ich war klar. Wir brauchen aber was mit Schleichen. Tarnung. Haben wir aber wenig Tarnung. Sieben. Wieso haben wir... Haben wir nicht gefunden. Die scheinen... Ja, vielleicht... Vielleicht... lassen bestimmte Monster... Das hier nur muss bestimmte. Sein. Nur bestimmte Modifikationen fallen. Das kann er doch sein. Ja, was mache ich denn mit dem Behemoth? Da gucken wir uns den Behemoth. Das ist ja wieder ein neues Vieh. Oh Mann, ich wollte doch nur... überrennt seine Gegner mit seinem massigen Körper oder wirft mit seinen Hebevorrichtungen Steine aus der Ferne. Die Zerstörung dieses Bauteils löst den Frachtbehälter. Okay. Kühlsaft-Treffer mit einem Eispfeil löst eine Explosion aus, die alles in diesem Bereich ein... Das ist interessant. Deaktiviert Hebeangriffe.
da oben. Zünder-Rohstoffgebäude werden ein Treffer auf dieses Bauteil mit Schockpfeilen löst, eine Explosion aus, die alles in diesem Bereich elektrifiziert. Also hier, das sind die wichtigsten Pfeile überhaupt. Das war gut. Was hat er denn noch so zu bieten, der Bär? Gucken wir mal noch mal an. Da sind noch die Behälter. Kleberbomben alle. Kleberbomben drauf. 1, 2, 3. Mehr kann ich nicht tragen. Ja. Da müssen wir mal was ablegen. Da müssen wir mal was ablegen. Zünder. Kern. Was kannst du denn eigentlich nicht mehr tragen? Ach, Metallgefäß. Na ja, gut. Geil. Die brauchen wir. Eisfällen ab. Eisfälle haben wir gerade keine. Mist. Na, weg hier. Sigh.
Okay, den Behemoth haben wir. Da warst du leicht verbrannt, ja? Feuerschutz, Schockschutz. Du hast uns aus der Patsche geholfen, Fremde. Willkommen in Sonnenfels. Sprich am besten mit Wärter Geneva drinnen. Ja, das machen wir. Bitte gerne. Sind wir schon in Sonnenfels? Genau da, wo wir hin wollten. Ja, das ist Sonnenfels. Mit dem Aufseher reden. Aber erst nachdem wir das Panorama entdeckt haben, würde ich sagen. Wobei, unser Inventar ist ja voll. Egal. Panorama voll, was soll's. Übersehen. So, Panorama. Puh, da oben. Da sehe ich es schon. Nur hochkommen. Na, wie gehen wir hier am besten hoch? Wahrscheinlich wieder irgendwo. Man nichts sieht. Oder wo ich nichts sehe. Hier Wasserfall. Also hier stimmt nicht. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Lass uns das Panorama entdecken. Wo geht's hoch? Was macht ihr hier, Jungs? Warum kann ich euch nicht anquatschen? Stehen die einfach so da. Jetzt will ich wissen, was die Ursache war. Ein einziger Aufgang gibt es dann wahrscheinlich wieder nur. Na, wie sieht es denn hier aus? Ne. Also die Sucherei immer. Da ist was. Jawohl. Alles, spring. Kletter. Na, wie geht's hin? Wieder hier rüber. Hopp. Cool. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Cool. Bestimmt Vogelkacke. Deswegen ist das so weiß. Ja, wo geht's denn weiter? Ne, nach unten will ich bestimmt nicht. Das Ding war ja da oben. Hm. Denn hier noch hin? Geht es hier noch irgendwo hin? Ne, ist nur ein anderer. Hm. Na schön. Wo geht's hier hoch?